bin Jenny, ich arbeite als Erzieherin in der Kita UKE. Ich bin Daniel, ich bin auch Erzieher in der Kita UKE hier im Studierendenwerk. Ich bin Lamin, ich bin auch Erzieher, jetzt auch ungefähr seit einem Jahr hier in der Kita UKE im Studierendenwerk. Also wir hier selber sind die größte Kita vom Studierendenwerk. Wir haben, ich glaube, ungefähr 45 Erzieher und Erzieherinnen hier im Haus. Ja, einmal gibt es 22 Kinder ungefähr hier im Haupthaus. Und dann haben wir noch quasi so ein kleines Nebengebäude. Da sind 16 Kinder mit zwei Erziehern plus FSJ-Lern und Auszubildenden. Und in den Krippengruppen sind es die klassischen 15. Der tägliche Begleiter eigentlich dieser ganzen pflegerischen Tätigkeiten, die man ja so macht, und Kreativangebote, Morgenkreis oder Mittagskreis findet einmal am Tag statt. Zu den wiederkehrenden Aufgaben hier bei uns im Alltag gehören zum Beispiel auch die Turnhalle dazu, das Atelier, was auch sehr gern von den Kindern besucht wird. Einige Gruppen versuchen immer noch einen Ausflug in der Woche zu schaffen. Wir sind ja in Hamburg und wir im Studierendenwerk arbeiten dann auch nach den Hamburger Bildungsempfehlungen, wo halt die einzelnen Bildungsbereiche in verschiedene Bereiche aufgeteilt sind und wir halt dazu Angebote planen und mit den Kindern durchführen. So entstehen ganz schnell, ganz natürlich auch Projekte. Man kann sich einfach auch viel verwirklichen. Also man kann hier sehr kreativ arbeiten, man kann viel mit den Kindern machen, man hat super viel Spaß bei der Arbeit. Für die eigene Entwicklung ist dieser Job einfach. Ständig kommen neue Eltern, neue Kinder dazu. Daran wächst man auf jeden Fall immer total viel. Man steht immer wieder vor neuen Herausforderungen, aber sieht eben auch an den Kindern einfach, was man geleistet hat, einfach die Entwicklungsschritte, die da passieren. Und dadurch, dass du viel im Austausch mit den Eltern bist, ist dein Selbstbewusstsein ja aber auch nochmal ganz anders. Dein persönliches Auftreten, dann den Erwachsenen gegenüber und nicht nur den Kindern, deine Haltung. Also man lernt schon viel, ja, auch täglich. Wir haben Vorbereitungszeiten. Die können wir ziemlich flexibel nehmen, wie wir möchten. Und dann kann man ganz individuell mit seinen Gruppenkollegen einfach gucken, wie es passt. Dadurch, dass wir halt an das Paritätische mit angebunden sind, haben wir halt eine riesige Auswahl an verschiedensten Fortbildungen. Und man findet eigentlich meistens immer mehrere Fortbildungen, die zu den eigenen Vorlieben passen oder zu den Bereichen, in denen man sich persönlich halt fortbilden möchte. Dadurch, dass wir im Tarif sind, stehen uns auch nochmal zwei zusätzliche Regenerationstage zu. Das heißt, das sind Tage, die wir frei im Jahr setzen können. Also es 30 Urlaubstage werden quasi dann 32 plus nochmal durch den Tarif jetzt dazugekommen sind nochmal Umwandlungstage. Dann kann man quasi ein bisschen Gehalt gegen nochmal zwei zusätzliche Urlaubstage eintauschen, sodass man insgesamt dann auf 34 Tage kommt. Wir sind hier ein super Team. Hier gibt es ganz bunte Charaktere, viele verschiedene Leute. Und wir haben auch einmal im Jahr einen Studientag mit den anderen Kitas zusammen. Das heißt, da treffen wir dann doch auch nochmal auf die anderen Kitas. Und es gibt auch vom Studierendenwerk so eine kleine Partys, wo man dann auf jeden Fall auch nochmal die Kollegen aus den anderen Kitas treffen kann. Kennen und lieben lernen können. Ja. Genau. Wenn du Bock auf einen neuen Job hast, bewirb dich gern bei uns. Wir sind super dankbar für jeden, der sich bewirbt, der Lust hat, der motiviert ist, guck dir das gerne an. Ich glaube schon, dass man es hier nicht ganz so schlecht getroffen hat, ja.